Hallo, aus aktuellem Anlass würde ich gerne mal kurz über das Waffenrecht reden, beziehungsweise die im Moment angedachte Verschärfung des Waffenrechts. Ich werde euch kurz erklären, worum es geht und was die Forderungen sind, was da gerade aufgetaucht ist. Werde euch dann schildern, was meiner Meinung nach das Problem des Ganzen ist und werde noch ein bisschen beitragen, wo ich denke, wo sinnvolle Lösungen sind. Ja, worum geht's in dem Ganzen? Und vor allem, warum interessiert es jetzt nicht nur Sportschützen und Jäger oder Sammler, sondern warum sollte sich eigentlich jeder dafür interessieren? Aktuell gibt es Forderungen zur Verschärfung des Waffenrechts von der SPD und den Grünen. Das Ganze wird schon wenig vorbereitet oder unterstützt durch die Medien. Da sind einige Berichte, die, so wie ich das sehe, auch nicht wirklich objektiv sind, in den letzten Monaten veröffentlicht worden, wo das Ganze, sage ich mal, sehr einseitig dargestellt wurde. Ich versuche das auch möglichst kurz zu halten, damit das nicht zu langweilig wird. Trotzdem kurz darauf eingehen, was gefordert wird. Im Kern sind es mehrere Sachen. Zum einen soll einiges verboten werden. So einer der Hauptthemen sind da halbautomatische Waffen. Und auch zum Beispiel das Nachwuchsschießen im Verein, also dass jemand einfach mal sich das anschauen kann, ohne dass er vorher bestimmte Anforderungen und ähnliches erfüllt hat, was den Nachwuchs faktisch kaputt machen würde. Ja, zusätzliche Regelungen für auch erlaubnispflichtige Waffen, sondern auch für freie Waffen und so weiter, die einen erheblichen bürokratischen Aufwand erzeugen würden. Und wo da das Problem ist, gehe ich dann später nochmal drauf ein. Einschränkungen für quasi alle Waffenbesitzer, sowohl freie als auch erlaubnispflichtige Waffen, im Sinne von MPU und ähnlichen Überprüfungen oder Sachen, die da passieren sollen. Und das eine, was auch mir gerade so sehr aufstößt, ist diese generelle Verdächtigung. Und das ist einer der Punkte, wo ich jetzt direkt mal darauf eingehen möchte, beziehungsweise nicht im Breiten darauf eingehen möchte, sondern euch einfach mal einen Link nahelegen. Und zwar ist das diese Art der Beweislastumkehr. Also, dass nicht gesagt wird, so nach dem Motto, okay, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lassen hast, dann darfst du erstmal zum Beispiel Waffenbesitzer sein oder darfst eine Armbrust haben, was auch immer, sondern dass erstmal gesagt wird, generell, wir misstrauen jedem Bürger und wenn du eine Waffe haben willst, dann musst du uns erstmal nachweisen, dass du brav und gesund bist. Und zwar nicht nur in dem Sinne, was jetzt ja aktuell schon der Fall ist, dass du überprüft wirst, dass du dir keine Strafen hast zu Schulden kommen lassen, dass du keiner extremistischen Organisation angehörst und so weiter, was aktuell jetzt alles gemacht wird. Das ist auch richtig so, da will ich gar nicht dran meckern. Aber dass zum Beispiel auch die psychische Gesundheit oder ähnliche Sachen einfach in Frage gestellt werden, ohne Anlass. Also, dass es im Prinzip heißt, es könnte ja sein, dass du vielleicht möglicherweise verrückt bist oder irgendwelche bösen Dinge vorhast. Du hast zwar bis jetzt noch nie was gemacht, aber weise uns mal nach, dass das auch wirklich so ist. Okay, dann mal zu den Hauptproblemen, die ich sehe. Das eine ist, ich sehe keine Fakten, die diese Forderungen unterstützen. Und ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn Regelungen, Gesetze oder was auch immer, das ist völlig egal, ob das Gesetze von einem Land sind oder von einer kleineren Organisation oder wenn die keinen Fakten folgen. Weil wenn ich Gesetze, Regeln, was auch immer durchdrücken kann ohne Fakten, dann ist es quasi Willkür. Ja, und das ist der zweite Punkt. In dem Fall ist es nämlich Ideologie. Es gibt hier eine gewisse Gruppe in der Politik, die der Meinung sind, irgendwas gefällt ihnen nicht, das ist böse. Niemand braucht das. Das ist ein Thema für sich. Also die Begründung, niemand braucht das. Wenn wir die gelten lassen, dann können wir alles abschaffen. Außer vielleicht Wasser, Brot und ein Bett oder sowas in der Art. Also ganz, ganz gefährlicher Weg, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und was ich auch super kritisch sehe, ist, dass die reale Sicherheit dadurch gefährdet wird. Also durch die Vorschläge, die da jetzt kommen, haben wir meiner Meinung nach deutlich weniger Sicherheit als vorher. Klingt jetzt erstmal komisch. Wollen schärfere Gesetze machen. Wieso haben wir dadurch denn dann weniger Sicherheit? Das ist ganz einfach. Und zwar ist es so, dass wir im Moment schon in fast allen Bereichen stark belastete oder sogar überlastete Behörden haben und dass dieser Gesetzesentwurf einen ungemein großen Verwaltungsaufwand sowohl bei den Privatleuten, aber auch bei den Behörden, die das Ganze dann registrieren, umsetzen und so weiter müssen, verursachen würde. Und in dem Moment kommen Kosten auf die Behörden zu, Personalaufwand, die Durchsetzung im Vollzug muss gewährleistet sein. Und
Und all das sehe ich im Moment schon mit den aktuellen Gesetzen sehr grenzwertig. Zum Beispiel siehe Hanau. Der Attentäter von Hanau hätte, wenn das alles mit aktuell schon geltenden Gesetzen richtig gelaufen wäre, nie eine Waffe haben dürfen. Und damit werden Ressourcen für echte Probleme genommen. Und das Problem, was ich noch sehe, ist eben keine Fakten und damit der mögliche Sicherheitsgewinn ist eigentlich nicht messbar. Ein weiteres Beispiel ist das, was jetzt an Silvester los war. Das ist nur Stichwort kleiner Waffenschein, Schießerlaubnis und ähnliches. Das, was da gemacht wurde, ist alles schon nach jetzigen Gesetzen verboten, illegal und könnte auch deutlich geahndet werden. Und ja, entweder hat man die Ressourcen oder den Willen nicht, das zu tun. Aber ja, da jetzt nach neuen Gesetzen zu rufen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und weil es so schön dazu passt, gerade zum Thema Böllerverbot, aber die gleiche Logik gilt natürlich auch für Waffen aller Art. Hier mal ein Ausschnitt aus dem Interview. Und zum Böllerverbot, ja, auch das ist eine Forderung, die wird ja vor allen Dingen getrieben von der deutschen Umwelthilfe, von Teilen der Grünen, und transportiert wird sie dann manchmal von Funktionären. Die Tatsache ist, das ist eine ganz gefährliche Illusion, die da geschürt wird. Denn die Geschichte, die dort erzählt wird, ist ja, dass die Angreifer, diese Verbrecher aus der Silvesternacht, dass die, wenn es ein Böllerverbot gibt, das nächste Silvester mit Kartoffelsalat und Tischfeuerwerk verbringen. Das ist doch Unfug. Die werden ein Jahr lang Zeit haben, sich im gesamten osteuropäischen Ausland mit verbotener Pyrotechnik auszustatten. Auch nochmal als Übersicht, wo ich die echten Probleme sehe. Und zwar ist es bei den Legalwaffen halt so, dass wir quasi keine Deliktrelevanz haben. Ich bringe da gleich nochmal ein paar Beispiele. Wir sind hochreglementiert und kontrolliert und die Anzahl ist verhältnismäßig gering. Ja, freie Waffen haben wir unendlich, weil wenn wir jetzt nicht nur von Schusswaffen, sondern von Waffen allgemein reden, es gibt unzählbare Messer, Äxte, was auch immer. Mit all diesen Dingen kann man, wenn man es drauf anlegt, böse Dinge tun. Und was meiner Meinung nach ein richtiges und sehr großes Problem ist, was dringend angegangen werden muss, ich sehe das bei den freien Waffen auch nicht so kritisch, zumindest was Armbrüste, Bogen etc. angeht, die sind nicht deliktrelevant. Wo es Deliktrelevanz gibt, ist im Bereich der illegalen Waffen, gerade auch illegale Feuerwaffen. Die sind um ein Vielfaches mehr in der Anzahl und auch in ein Vielfaches mehr deliktrelevant als legale Feuerwaffen. Grundsätzlich ist es eh so, wenn jemand etwas Illegales tun möchte, dann hat er sowieso schon vor, Gesetze zu brechen. Dann interessiert er sich nicht für das Waffengesetz. Die Zahlen sagen das bei legalen Schusswaffen genauso. Ich habe das jetzt hier nur aus Bayern, weil nur da habe ich Quellen gefunden. Soweit ich das weiß, ist es wohl so, dass für ganz Deutschland es irgendwann abgeschafft wurde, dass diese Statistiken differenzieren zwischen legalen und illegalen Waffen, was ich auch nicht im geringsten verstehe, weil ich kann ja nicht anfangen und sagen, ich erfasse das statistisch nicht mehr. Ich weiß also gar nicht, welche Delikte wie zuzuordnen sind und dann mache ich auf der nicht vorhandenen Statistik Gesetzesentwürfe. Also in Bayern ist es so, dass freundlicherweise jemand von den Grünen das angefordert hat und ich dann auch noch beim Statistischen Bundesamt oder beim Statistischen Ministerium von Bayern die anderen Straftaten gegen das Leben gefunden habe. Und das ist halt recht interessant, wenn man das anguckt. Also wir haben von 2018 bis 2020 einen einzigen Fall, wo mit einer legalen Schusswaffe ein Mord oder eine Tötung passiert ist. Wir haben in der gleichen Zeit 64 Fälle von illegalen Schusswaffen. Und wenn wir dann noch angucken, dass wir 630 Straftaten vollendet, also wirklich mit Todesausgang gegen das Leben haben, mit anderen Tatmitteln, also nicht Schusswaffen. Sind da noch Fragen offen? Für mich eigentlich nicht. Noch interessanter wird es, wenn es jetzt wirklich darum geht, und das heißt ja immer, wir müssen das Leben schützen, und ich bin ja da dabei. Also jeder Tote ist bedauernswert, jeder Tote ist quasi einer zu viel. Aber man kann nicht in einer Gesellschaft zusammenleben, wenn es nicht der absolut krasseste Überwachungsstaat ist und jeder kein lebenswertes Leben mehr hat, wenn wir nicht Tote in Kauf nehmen. Ja, wenn man sich das anguckt, dann sieht man hier tätlicher Angriff. Also diese große Zahl, die wir da eben hatten, hier bei den Straftaten gegen das Leben, das ist 0,04%. Ja, und wenn ich von diesen 0,04% dann eben die 0,1% knapp nehme, oder 0,2, lassen es von mir aus sein, was mit Legalwaffen passiert, dann so viele Nullen kann man hier gar nicht hinmalen, den Balken sieht man nicht mehr, ja.
Also das heißt, eigentlich müsstet ihr mehr Angst haben, dass ihr umfallt und tot liegen bleibt und keiner weiß warum, als dass man Angst vor Schusswaffen haben müsste. Ja? Von Verkehr, Suizid und so weiter oder anderen Unfällen ganz zu schweigen und dann hier Krebs, Herz-Kreislauf-System setzt das Ganze nochmal komplett in den Schatten. Ja? Das heißt, wir haben ungefähr 1590 mal mehr Tote durch unbekannte Umstände, als dass wir ein Problem mit Legalwaffen haben. Wir haben fast 7000 mal mehr Tote durch Suizid, als wir durch Legalwaffen haben. Und wir haben 22.000 x Tote durch Unfälle oder Verkehr. Und das ist ein Thema, wo ich sage, wenn wir wirklich Leben retten wollten, dann können wir das mit weniger Aufwand deutlich besser an anderen Stellen erreichen, vor allem ohne Gesetze zu machen, die viele, viele normale, brave Bürger unter Generalverdacht stellen oder am Ende sogar enteignen. Deswegen mein Vorschlag: sinnvolle Investitionen. Wir sollten die Infrastruktur und den Vollzug entlasten und stärken. Das heißt, alle Behörden, auch die Waffenbehörden, die Polizei, muss so gut es geht unterstützt werden, sowohl finanziell als auch personell. Dass gerade so Sachen, wie es zum Beispiel in Hanau passiert ist, oder auch, ist natürlich, es gibt immer noch vielleicht Reichsbürger oder irgendwelche anderen grenzwertigen Leute in diesem Land, die sogar legal eine Waffe besitzen. Aber das kann man ihnen mit den aktuellen Gesetzen schon wegnehmen. Man muss es nur umsetzen. Und da müssen wir hin. Wir müssen gucken, dass das umgesetzt wird. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass wir Verbrechen bekämpfen. Und zwar, dass wir gegen Täter vorgehen und nicht gegen austauschbare Gegenstände. Wenn böse Leute böse Dinge tun wollen, dann tun sie das in der Regel und interessieren sich nicht für andere Gesetze. Und im Zweifelsfall sind die Tatmittel austauschbar. Siehe zum Beispiel Amokfahrten mit Autos oder LKWs in Menschenmengen. Spätestens da sollte man merken, dass man nicht weiterkommt, wenn man alles verbietet. Und das nächste ist, dass wir in relevante Bereiche investieren sollten. Das heißt, gerade das Thema zum Beispiel Suizid, was ich angesprochen habe, Gesundheitsbereich, Aufklärung der Bevölkerung, auch hier nicht mit Vorschriften, meiner Meinung nach, wenn sich jemand unbedingt dick essen möchte und dann an einem Herzinfarkt stirbt, okay, es ist sein Problem. Aber wenn wir wirklich Menschenleben retten wollen, sollten wir investieren, sollten hier Aufklärungsangebote anbieten und ähnliches. Und nur mal als Beispiel, wenn wir jetzt bei den vorgeschlagenen Gesetzesentwürfen, um Legalwaffen einzuschränken, da 100% Erfolg hätten, also wir würden wirklich alles, was da passiert ist, diese 0,1%, 0,16%, würden wir damit tilgen sozusagen. Dann hätten wir ungefähr ein Leben pro Jahr gerettet. Von mir aus auch zwei, wenn es je nach statistisch mal so aussieht. Ja? Wir würden dafür aber einen Haufen Geld ausgeben, wir würden einen Haufen Behörden überlasten und wir würden einen Haufen unschuldige Bürger, die sich nie haben was zu schulden lassen, einschränken, unter Generalverdacht stellen, gegebenenfalls sogar enteignen. Und soll jetzt nicht makaber klingen, ja, aber nur als Beispiel, wenn wir nur 10% Erfolg bei der Prävention von Suiziden hätten, dann wären das fast 700 Menschenleben im Jahr. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, dass wir, und darum sollte es gehen, dass wir das Land besser machen, sicherer machen, möglichst viele Menschenleben retten und unnötige Tode verhindern, dann ist dieser Vorschlag, wo jetzt angesetzt wird, das absolut falsche Ende der Fahnenstange. Und der Aufwand ist, das ist schon das Papier nicht wert, auf das es steht. Und es gibt so viele andere Stellen, wo die Zeit, das Geld und die Manpower besser investiert wäre, ohne dass da auch noch Leute drunter leiden müssten, die überhaupt nichts dafür können. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant und aufklärend. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne einen sachlichen Kommentar. Ich weiß, ich bin nicht auf jedes Detail angegangen. Es gibt unheimlich viele andere Videos von Sportschützen, wo sie auf einzelne Bereiche eingehen, wo sie auch erklären, warum das für Sportschützen nicht gut ist, warum das Einschränkungen bedeutet und so weiter und so fort. Braucht man nicht alles doppeln. Insofern habe ich das jetzt hier mal weggelassen, habe einfach gesagt, ich versuche mal eine andere Seite zu zeigen, die generell wichtig ist und nicht nur aus Sicht der Jäger, Sportschützen oder was auch immer. Wenn es jetzt so wäre, dass der Legalwaffenbesitz ein wirkliches Problem ist, dass man sagt, also was weiß ich, da wird alle zwei Wochen wird irgendjemand mit der legalen Waffe erschossen und wir müssen da was tun. Ja, natürlich müsste man dann was tun. Dann würde sich da, glaube ich, auch keiner irgendwie gegen sperren und würde sagen, nee, ist mir doch egal, ich will meinem Hobby nachgehen. Aber wenn wir es zulassen, dass
reine Ideologiegründe, so nach dem Motto, ich denke, niemand braucht das oder ich mag das, dafür sorgen, dass wir Hobbys verbieten und verteufeln, dann ist die Frage, was kommt als nächstes? Was wird da noch alles passieren? Ja. Und das ist das, was meiner Meinung nach nicht sein kann. Also wir brauchen Fakten, wir brauchen Grundlagen und wenn wirklich eine reelle Gefahr besteht, nicht nur in den Köpfen von irgendwelchen Leuten, dann bitte gerne dagegen vorgehen. Aber nur weil irgendjemand irgendwann mal sich gedacht hat, ich finde das jetzt blöd, ohne dass er eine Fakten dazu liefern kann, das kann und darf kein Grund für eine Gesetzgebung in einem demokratischen Land sein.